Und damit hallo und herzlich willkommen. Der NRW bei 18 inklusive Anton begrüßen euch zu einem neuen Let's Schmeck. Es ist mal wieder soweit. Fanny Frisch hat es gemacht. Sie haben wieder mal etwas Neues auf den Markt geschmissen. Und ihr kennt mich, ich bin ein absoluter Fanny Frisch Liebhaber und Fetischist. Und deswegen muss ich natürlich diese neue Sorte 2, 3, die es jetzt neu gibt, natürlich auch probieren. Und ich habe die Tüte hier schon liegen. Aber bevor ich die Tüte jetzt nehme, das trifft sich sehr gut, möchte ich euch etwas sehr Interessantes zeigen. Denn der liebe Anton, der wird gleich mitprobieren, und ich habe noch nie eine Katze erlebt, die so mega geil auf diese Plastiktüten sind wie Anton. Ich werde euch jetzt mal zeigen, ich knister jetzt mal ein bisschen. Na? Anton, wo ist die Tüte? Wo ist die Tüte? Guck mal, da ist die Tüte. Ja. So, also, was möchte ich heute für euch testen? Erst einmal neu, hier steht's. Und es ist die Chili Cheese Fries Style. Und das Bild, wenn der Anton jetzt mal hier ein bisschen Platz macht, das Bild ist schon ziemlich mega, wenn man das hier so drauf sieht. Dann, das Problem ist, ich krieg den jetzt auch nicht mehr von der Backe. Das heißt, auch wenn er jetzt geschlafen hätte oder irgendwo anders in der Wohnung gewesen wäre, spätestens wenn er hier das Knistern von dieser Tüte hört, ist Feierabend. So, und Anton, jetzt geh mal auf Seite. So, und diese Sorte, die werde ich gleich als erste von drei Sorten für euch probieren. Mit dem Anton zusammen. Aber zuerst schauen wir mal auf die Rückseite und dann schauen wir mal, was die Herrschaften bei Fanny Frisch sich hier gedacht haben. Gar nichts. Es steht überhaupt nichts drauf auf der Rückseite. Normalerweise, welche Sorte bleibt dauerhaft im Handel? Es gibt einmal die Chili Cheese Fries, dann einmal Pickles und Herb Style und einmal Trüffel und Meersalz Style. Das sind die drei neuen Sorten. Da ist Fanny Frisch jetzt gerade wieder groß im Kommen, um halt zu gucken, welche Sorte dauerhaft bleibt. So, aber auf der Rückseite ist leider nichts in irgendeiner Art und Weise, was diese Sorte hier beschreibt. Hier seht ihr es auch nochmal. Ja, also hier unten, da seht ihr dann übrigens auch die anderen drei, so rum. Da sind die anderen. Da. Sag mal, habe ich den Autofokus aus oder was? Moment, lass mal gucken. Autofokus ist an. Hätte jetzt eigentlich sich scharf stellen sollen. Aber nun gut. Also, der Anton und ich, wir probieren jetzt mal den Geruchstest. Hm. Ja, doch. So, und jetzt guckt euch das mal an. Der Anton ist mehr oder wenigerweise nur geil auf dieses Silbern, das hier innen. Da verewigt er sich jetzt und putzt stundenlang die Tüte von innen. Und ich kann sie ihm dann auch nicht wegnehmen, weil wenn ich sie wegnehme, dann passiert genau das. Ich krieg ihn nicht weg. So, Ruhe da drüben. So, also. Hier sehen die Chips aus. Also im Prinzip genau so, im Prinzip wie die normalen Fanny Frisch. Oh, schöne große Scheiben. So, Anton, komm her, du darfst als erster probieren. So. Und? Schmeckt gut? Na? Nicht? Na? Schmeckt nicht? Ne, also ihm scheint es nicht zu schmecken, aber ich probiere jetzt selber mal. Also, scharf sind sie auf jeden Fall. Wenn man es kaut. Uiuiui. Und im Abgang sind sie echt scharf. Aber so Käse kann ich da jetzt nicht entdecken. Also ich muss sagen, sie erinnern ein bisschen an die Cheese and Onion von Crunchips. Aber sie haben im Gegensatz dazu wirklich... Ah doch, jetzt so langsam kommt. Hm. Doch schon. Man schmeckt doch den Käse raus. Und man auf jeden Fall den Chili. Den schmeckt man sehr, sehr gut raus. Gerade wenn man so ein paar nacheinander gegessen hat. Da brennt echt so ein bisschen
der Hals. Dem Anton ist das nicht geheuer, aber er leckt wieder. Und wie gesagt, im Abgang sind sie wirklich scharf, muss man sagen. Und ich weiß, wer gleich über dem Wasserpott hängt. Also, für mich? Für mich schmecken sie gut. Es ist eine schöne, nicht aufdringliche Käsenote. Im Abgang sind sie wirklich feurig. Also man merkt, dass man sie gegessen hat. Also ich finde, sie schmecken gut. Für mich kann diese Sorte bleiben. Ich bin auf die anderen zwei Sorten gespannt. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich euch diese präsentieren kann. Aber keine Sorge, die werde ich mir natürlich antun. Auf jeden Fall, Chili Cheese Fry Style ist auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung. Ich kann sie euch nur empfehlen und holt sie euch. Wer weiß, wie lange es sie gibt. Vielleicht werde ich mir noch die eine oder andere Tüte holen. Und ja, der Anton und ich, wir vergnügen uns jetzt noch ein bisschen mit den Chips hier. Und das war mal wieder eine Let's Schmeck-Folge, wenn auch nicht so lange. Aber keine Sorge, noch zwei werden mindestens folgen. Und in der Zeit könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Chips-Sorte hier findet von Funny Frisch. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Wir sehen uns wieder im nächsten Let's Schmeck. Und bis dahin, guten Appetit. N-Ebi über 18 natürlich.